Geboren wurde ich in Großschlagendorf, einem kleinen Dorf am Fuße der Hohen Tatra in der deutschen Sprachinsel Zips. Mein Erstkontakt zum Dudelsack war ja über den Tibor Ehlers in Bleistein. Das liegt an der böhmischen-tschechischen Grenze. Das war in den 80er Jahren. Da hatten wir Besuch aus Varaždin, der Marko Vidacek. Der war mit seiner Tanzgruppe hier und plötzlich war da ein fremder Mann, den ich vorher nicht kannte. Und die zwei haben dann Kroatisch miteinander gesprochen und so habe ich dann den Tibor das erste Mal kennengelernt. Das war 1976, da hat ein Kollege zu mir gesagt, du brauchst doch einen Dudelsack. Da habe ich gesagt, nein, ich brauche keinen. Da hat er gesagt, ah, du bist doch aus dem Egerland, da brauchst du doch einen Dudelsack. Da habe die Almina einen Dudelsack gespielt. Und dann habe ich halt erzählt, ich würde ein Akkordeon. Und da könnte man mehr spielen als nur 9 Töne und mehr als nur eine Tonart. Und schließlich sind wir dann zusammen beim Tibor Ehlers gelandet und haben 2 Egerländer Dudelsäcke gebaut. Spiele selber Oboe und Englischhorn und auch Saxophone. Habe aber mit den Instrumenten, die mein Vater gebaut hat, keine großen Ambitionen gehabt. Weder die Gamben noch die Dudelsäcke und Drehleiern haben mich interessiert. Ich fand dieses Geräusch furchtbar, ehrlich gesagt. Tibor war mit mir 9 Jahre verheiratet. Ich kenne Tibor ja erst seit, glaube 1979. Das war während meiner Zeit im Theater als Musiker. Ich bin ja gelernter Trompeter und war 10 Jahre im Theaterorchester. Und habe mich für Volksmusikinstrumente interessiert, vor allem für einen Dudelsack. Und da bin ich notgedrungen auf den Tibor gekommen, weil der die außerschottischen Dudelsäcke nachgebaut hat. Ich habe dann eines Tages einen Anruf von ihm bekommen. Ihr solltet eine Bauernleier spielen und keine solche französischen Instrumente. Ich habe euch eine derbe Bauernleier gebaut, die kannst du abholen. Und dann habe ich unsere jungen Musikanten geschnappt, den Örli und die anderen, und bin da rübergefahren. Und er hat uns dann noch ganz viel erzählt. Und unsere jungen Musikanten hatten das Glück, dass sie dann Tibor noch kennenlernen durften. Egerländer Dudelsack, darunter konnte ich mir nichts vorstellen. Und das war für mich eine neue Welt nach dieser Schulausbildung, ein Instrument aus vorgefertigten Teilen selbst herzustellen und dann noch den Anspruch zu haben, darauf auch eine ernstzunehmende Musik zu machen. Also das war was völlig anderes. Und Tibor kommt also gar nicht vom Bauen her, vom Handwerklichen her, sondern es war mehr seine Kreativität und sein Erfindungsgeist. Und die Möglichkeiten, wie komme ich an das Instrument. Also es war immer seine, Tibors Ideen waren immer vom Machbaren aus. Nicht, ich brauche das und das Material oder das und das Werkzeug, sondern was habe ich zur Verfügung? Und damit was zu machen, das war seine Ideen. Er hat zum Beispiel bei mir, als wir uns kennenlernten und er meine Instrumente sah, da war er zuerst sehr skeptisch, weil die auch immer handwerklich, äußerlich schön fein geschliffen sind und so. Und irgendwann später hat er mal gesagt, also du bist der erste Instrumentenbauer, der auch Seiteneinsteiger ist wie ich, dessen Instrumente schön sind und funktionieren. Wichtig war, dass das Material möglichst günstig zu bekommen ist. Er hat ja jetzt kein Budget, um sowas auszurichten.
Dann hat er das probiert, zum Teil mit Materialien, die nie jemand anders genommen hätte dafür. Was weiß ich, Cola-Dosen oder irgendwelche übrig gebliebenen Sachen, Joghurttöpfe und so. Oder er hat eine Trompete gemacht aus einem Gartenschlauch und einem Trichter. Also das Material, das verfügbar war, ohne großartige Bestellungen oder so, das überall verfügbar war, das Material, das hat er benutzt. Er war als genial durchaus bekannt, aber die haben auch gesehen, dass das, was er macht, nicht immer perfekt ist und nicht immer das Beste ist. Und es gab sehr unterschiedliche Reaktionen. Es gibt sehr viele, die ihn hochachten, es gibt aber auch andere, die ihn durchaus als, naja, als Hobbymusiker sehen. Es hat ihn wenig geschert, was andere über ihn sagen. Vor allem professionelle Instrumentenbauer. Er hat immer den Finger in die Wunde gelegt und hat immer darauf geachtet, dass die Regionen ihre eigene Kultur haben. Das war seine große Botschaft. In Zusammenarbeit mit Musikpädagogen und Musiktherapeuten, das war bei mir genauso am Anfang, sehr viel Musik in die Schulen gebracht hat. Er hat zum Beispiel mit ganzen Klassen oder manchmal mit der ganzen Schule hat er irgendwelche Instrumente gebaut, einfache Fiedeln oder Ähnliches, und hat dadurch wirklich ganz viel angeleiert in Musikschulen und in normalen Schulen für die musikalische Betätigung dort. Und es war auch wunderbar, wenn Kinder kamen oder, ja, es kamen Schulklassen auch oder sonst Leute. Dann hat er also seine ganzen Instrumente vorgeführt und erzählt. Und da war er so richtig temperamentvoll. Und es war einfach schön. Das war sein Leben so im Prinzip. Er war so einer der letzten Universallehrer, sage ich jetzt mal. Er konnte alles unterrichten. Er hat von allem eine Ahnung gehabt. Vielen Kindern, Jugendlichen, die auch nicht das Geld hatten, sich ein Instrument zu kaufen, hat das mit denen gebaut, und das war für viele der Einstieg in die Musik, so wie wir es ja in Bleistein auch immer hatten. Da kamen Erwachsene, die hatten als Kinder, als Jugendliche keine Möglichkeit. Faszinierend, und alle, die mit ihm zu tun hatten, sind zum Teil Instrumentenbauer geworden oder sind bis heute noch beeinflusst. Also jeder hat da sein Stück mitbekommen von ihm. Ich habe einmal ein junges Mädchen, eine Schülerin von meiner Frau, von der Schule, mitgenommen für einen Baukurs. Sie hat sich da eine Gambe gebaut, und das Ergebnis war so, sie hat so Feuer gefangen, dass sie dann Geigenbauer wurde. Heute in Cremona eine viel beachtete Geigenbauerin geworden ist, das war Tibor. Wenn ich nun mit 80
auf mein Leben zurückblicke, muss ich feststellen, dass es ein überreiches Leben war, wie ich es mir in der Vergangenheit nie vorzustellen gewagt hätte. Den Tibor habe ich, ich sag mal, so ein unkomplizierter, liebenswerter, väterlicher Freund, so würde ich ihn bezeichnen. Also der halt auf alle Fragen technischer Art, die man hatte, hat er versucht, einen weiterzuhelfen. Ich schätze ihn sehr. Je länger der Abstand wird, desto mehr schätze ich meinen Vater für das, was er geleistet hat, was er gekonnt hat. Dafür bewundere ich ihn. Da fehlt mir manches von dem, was er gekonnt hat. Man vermisst ihn, ja, natürlich. Ich denke oft daran und man vermisst ihn, klar. Auch wie genau er etwas formulieren konnte, das hat mich bei anderen Instrumentenbauern auch vermisst. Also das, was er verbalisieren konnte, war unglaublich. Ja, ich nehme mal einen Satz von Tibor. Ein paar Tage vor seinem Tod habe ich ihn noch mal besucht und bei ihm am Bett gesessen. Und da hat er gesagt, er, dessen ganzes Leben nur der Musik gewidmet war, der hat gesagt, Christoph, ich glaube mittlerweile, dass das eigentlich Wichtige in meinem Leben nicht die Musik selber war und der Instrumentenbau selber, sondern es waren die unendlich vielen Freundschaften und Beziehungen, die dabei entstanden sind. Das war das eigentlich Wichtige, was die Musik und diese ganze Arbeit mir im Wesentlichen gebracht haben. Und ich wollte ihn auch nicht festhalten, weil das war mir auch wichtig, weil ich mir sagte eigentlich, wenn man ihn zurückhält, was kommt auf ihn zu, wenn er vielleicht große Pläge braucht und so. Wenn er da verschont bleibt, das ist doch das Allerbeste. Und wir haben den Tod erlebt. Das war sehr hilfreich. Das nimmt dem Tod den Schrecken, sag ich mal. Wenn man den wirklich begleiten kann, bis er gestorben ist. Ist dann eingeschlafen mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Das war richtig schön. Man lebt zweimal. Einmal in der Wirklichkeit, einmal in der Erinnerung. Und das ist für mich hier. Hier lebt der Tibor zum zweiten Mal. Wenn wir ein Kulturzentrum sein wollen, müssen wir auch ein paar Botschaften haben. Und das war nun, der Tibor hatte viele tolle Rekonstruktionen und das hat sehr gut zu diesem Haus, zu diesem Konzept gepasst. Und dann kam das Jetterhaus und der Sohn hat uns dann den Rest verkauft, die Instrumentenbauwerkstatt, ja, wo wir hier jetzt sind. Und ich habe dann versucht, den Nachlass, der in unglaublich vielfältige Weise zerstreut war, zu ordnen. Gerade die ganzen Gamben und alles. Ich habe gar nicht die Kraft, das alles, was er angeleiert hat und die Anregung mit den Kinderinstrumenten. Da liegt so viel Pädagogik drin. Dem kann ich gar nicht gerecht werden hier. Wir versuchen, so gut es geht, das eine oder andere zu machen. Und wir haben hier viele Instrumente, wo wir nicht gut genug sind, sind die Streich- und Saiteninstrumente. Das ist nicht unser Spezialgebiet. Hier ist der Dudelsack drin und das haben wir sicher gut weiterentwickelt. Da sind wir sicher weitergekommen. Und ich finde es auch gut so. Ich habe hier zwar schon angefangen, einen Raum dafür vorzusehen, wo das alles hin soll, aber es ist im Grunde besser so, weil Tibor ist in dem Kulturraum, da hat er gelebt, und der hat mehr zu dem schwäbischen Hintergrund der Musik beigetragen als zu unserem hier. Ich bin ja weggezogen. Also unzähligen Menschen hat er den Bezug zu einem Musikinstrument ermöglicht, an dessen Entstehung sie selbst mitwirkten. Und die Region braucht Identität und braucht Wurzeln. Und die hat Tibor natürlich ganz früh darauf hingewiesen. Er hat schon den Mark Gröningern ihren schottischen Dudelsack gerichtet, weil sie nicht mehr spielen konnten, in den 70er Jahren. Und hat dann aber ganz schnell darauf hingewiesen, dass es da eigene schwäbische Instrumente gab. Er hat einem so richtig mitreißen können beim Spielen. Unikum. Ein
er war ein besonderer Mensch, ein sehr musischer Mensch, sehr vielleicht sogar eigenbrötlerisch in seiner Art und Weise, wie er vorgegangen ist, wie er seine Instrumente gebaut hat. Schwer, es ist schwer, da habe ich noch nie Gedanken drüber gemacht. Er hat sein Ding gemacht.